Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc Hagenbeck. Hallo. Marc Hagenbeck hat irgendwie gerade ein Rad ab. 4. Januar, heute ist der 4. Januar. Wir sagen herzlichen Glühstrumpf an Till Lindemann. Kennst du Till Lindemann? Das ist halt dieser mit diesem. Oh. Mit diesem. Oh. Rammstein. Aha. Ja. Bescheuert. Explosion. Ja. Jedenfalls, der hat auch gesungen irgendwie. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Kennst du? Ja, ich kenne dich. Der Sänger von Rammstein. 1963 geboren. Am 4. Januar. So. Und was hast du für Schmerzen? 4. Januar ist der. Oh, ein Fakt des Tages. Das ist der 4. Januar? Nee, das ist einfach nur der Fakt des Tages. Ja, Fakt des Tages. Panphipia oder Panphipia ist die Angst vor allem. Wie heißt das? Panphipia. Panphipia. Ich habe Angst davor, es korrekt auszusprechen. Ja, genau. Also die Panphipia ist... Angst vor allem. Die Angst vor allem. Ja. Vor allem. Also vor allem. Da hast du ja Angst vor Mützen. Ja. Ah. Angst vor T-Shirts. Wir wollen es nicht übertreiben. Ja, genau. Ja. Nicht alles für die Quote. Ja, das ist die Panphipia. Richtig. Ja. Am 4. Januar, hast du jetzt endlich durch. Das ich habe es überwunden. Ich, ja, du hast mich therapiert. Ja. Am 4. Januar ist auch internationaler Weltbreiltag. Weißt du, was Breil ist? Breil ist ein Ort bei Mönchengladbach. Das ist... Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist das die Blindenschrift. Kennst du Brailleschrift? Ach so, die ist, ja. Wo man das so fühlt. Mit diesen Erhebungen, ja. Ja, genau. Das ist die. Habe ich ein bisschen Angst vor. Und heute ist internationaler Weltbrailltag. Genau. Muss man ja wissen, wenn man jetzt rausgeht und irgendwie am 4. Januar nochmal an der Theke nochmal einen heben möchte, dann sagt man, hey, heute ist Weltbrailltag und Panphibia ist die Angst vor allem und der Till Lindemann, du hast mich. Du hast Geburtstag. Ja. Richtig, genau. Ja, ich sag bis zum nächsten Mal, bis zum 5. Januar. Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns. Bück dich. Nein. Befehle ich dir. Hat er das auch gesungen? Wende dein Antlitz ab von mir. Oh ja, das hört sich so nachher ihm an.